Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir spielen immer noch die Extreme Survival Island Map und ich habe Besuch bekommen von Illigen. Ja. Ich weiß nicht, okay, was das soll, aber okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir uns wieder zurückkämpfen können. Also nicht vergessen, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentare da lassen, denn ich poste jeden Tag mindestens ein Video. Abos kosten kein Geld. So, also. Ich habe meine Diamanten genommen. Und dann. Wait a second. Dann habe ich mir noch ein bisschen Material mitgenommen, damit ich in Ruhe noch dort eine Kiste, sag schnell, Material habe zum Bauen, für Pickaxes und so weiter und so fort. Ich habe mir ein goldenes Chestplate gemacht, damit ich überhaupt ein bisschen Schutz habe. Ein bisschen Eisen hatte ich noch für eine Pickaxe. Also, was ich noch vergessen habe, ist. Falsch. Game Rule. Cap Inventory. True. Boom. So, damit es endlich ein Ende hat, dieses Thema mit diesem all mein Zeug zu verlieren. So, jetzt werden wir den ganzen mal ein bisschen Speed hier geben. Aua. Aua. So. Essen wir mal einen gekochten Fisch. So, Intersection, Frozen Tralala, let's go. Ich hasse dieses Gelaufe. Auch in der Realität, Laufen ist für arme Leute. Sowas. Nee, pfui. Rennen. Noch viel schlimmer ist Fahrradfahren. Also, schreibt mal eure Kommentare rein, was ihr davon haltet. Könnt auch gerne anderer Meinung sein, das stört mich kein bisschen. So, wo sind wir? Bup, bup, bup. Guckt euch das an. Warum kann man nicht irgendwo ein paar Checkpoints haben, wo man seinen Spawnpoint setzen kann? Das ist nur nervig. Gelaufe, gelaufe, gelaufe. Am Ende hat man nichts mehr, was man futtern kann, weil man alles ausgegeben hat, weil man hierher rennen musste. Dann hat man unterwegs keine Kisten, wo irgendwas drin ist, was man gebrauchen kann. Außer diesen Lederkrempel. Ah, ich könnte schon immer so weitermachen. Aber nein. Ruhig entspannt bleiben ist ja nur zum Relaxen. Ne? So. Da sind wir. Setzen wir mal unseren Spawnpoint. Ich würde mal sagen. Hier. Yeah. So. Spawnpoint. So. Natürlich passend, dass wir unter Wasser einen Fisch essen. So. Hinein in die gute Stube. Schauen wir mal, was sich hier im Eisberg so verbirgt. Ich habe ein paar Tage frei gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass hier so gut wie alles despawned ist. Und, wollen wir hin? Hopp, hopp. So. Und hier geht's lang. Jawohl. Get in here. Okay, ist wieder duster, ihr wisst Bescheid, aber. Oh Gott. Da lang. Oh Gott. Oh Gott. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Hopp, 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 hopp. Jawohl. So. Und nun haben wir auch eine Axt. Pickaxe, besser gesagt. Nicht eine Axt. Um das endlich mal hier zu entspannen. What the? What the? What? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, dass das hier letztes Mal offen war. Okay.
Ein Problem. Problem. Weißt du was? Ich bin ja ganz entspannt. Nee. Spawn Point. Set. Oh, wir brauchen... Was? Hier? Gut. Stück für Stück arbeiten wir uns vor. Das sind alles Geräusche hier. Wahnsinn. So, gut. Ab hier. Jo, jawohl. Wieder zu. Crap. Gut. Arbeiten wir uns hier lang. Ich dann hier die Spawne. Hier war er. Auch nicht. Okay. Da wo der Typ steht. Okay. Erledigt der Fall. So. Ich schätze mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen Clearagen. Ah. Und so viele gespawnt, das ist der Wahnsinn. Besser. Komm her, du. Komm ran. Das ist also das. Wow. Oh, haut ab hier. Ja, ja. Okay, du bleibst da unten. Mir egal. So, dann brauchen wir irgendwas, um das Wasser hier aufzuhalten. Haben wir... What the... Komm her, du. Okay. Muss ich nicht. Ja. Geht das hier lang? Okay. Aha. Was ist das? Orange Wool. Krass. Das Ganze soll man ohne Keep Inventory schaffen. Okay. Nett. Noch irgendwas auf dem Eisberg oben drauf. Komm schon. Hopp, 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 hopp. Oh, oh. Oh, eisig glatt. Oh.
Nichts. Nothing to see here. Okay, das war also die Wolle. Die Wolle, die wir erbringen mussten. Gut. Das war ja mal eine ziemliche Pupshow. Ist hier was drin? Irgendwas hier drinne? Nichts. Nein, absolut nichts. Okay. Gut. Also Abzug. Holy moly. Das war ja gar nicht so einfach. Warum kriegen wir keinen Teleporter? Das ist doch auch Quatsch. Wir können wir doch mal hier zurück teleportieren zur Intersection. Das wäre ideal. Jetzt ist die Frage. Was vergessen? Haben wir noch Futter hier? Was heißt hierher? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den ganzen Kram kannst du behalten. Das nehmen wir. Karotte. Auch noch mit. Brauchst du nicht. Brauchst du auch nicht. Perfekt. Weißt du was? Den nehme ich auch. See you later. So. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo an der Intersection kriegen wir irgendwas, wo wir. Da gehen wir nicht hin. Wo wir besser Futter kriegen. Weil das ist ein großer Punkt hier, der nervt. Saturation for the nation. Komm schon. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Tralali, tralala, tralahopsasa. Ja keine Abkürzung. Einfach nur so Klick und dann zurück Intersection. Ja. Passt schon. Oh, komm schon. Jawohl. Bring. Erste Wolle ist geschafft. Ist ja auch erst Folge 6. Are you kidding me? Wahnsinn. Aua. So, haben wir den Teil auch. Muss ja Zombie-Fleisch hier essen. Echt uninteressant. Kohle? Na. Na. So. So, den hier. Da wissen wir, da waren wir schon. Dryden Creeper Nest. Ernsthaft? Da fällt mir ein. Müssten. Ach, gehen wir hier lang. Creeper Griefing müsste ich vielleicht abschalten. Ach. Wo bleibt der Spaß dabei? So, okay, also das ist hier Lava. Du Kleiner! Du Kleiner! Stop it! Nein, ich habe meinen Spawnpoint noch nicht gesetzt. Crap! Okay.
Kleiner Wicht. Orange will required. So. Spawn point, believe. Okay. Na, komm her, du. Und weg damit. Oh, ich sehe Eisen. Eisen ist. Müssten wir eigentlich gleich mal zuschlagen? Okay, ich sehe schon. Gut. Da haben wir schon mal das. Auch. Run, Charlie Brown. Oh. Okay. I got it. All right. So, see you later. Gut. Ernsthaft, ich war so weit weg. Alter. Ernsthaft? Warte mal. Game Rule. Stop it! Das war exakt das, was ich nicht wollte. Ach du meine Henne. Ach du meine Herde. Wow. Knockback Match. Okay. Wow. Ja. Ich werde mich mal da hinten wieder vorkämpfen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, dass wir das besser hinbekommen und nicht gleich niedergemetzelt werden. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentare hinterlassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!